Das Fuchsparkstadion, bis 2009 Hauptkampfbahn im Volkspark oder Volksparkstadion, ist ein Fußballstadion in der oberfränkischen Stadt Bamberg. Das Stadion, welches heute unter Denkmalschutz steht, wurde 1926 anlässlich des 16. Bayerischen Landesturnfestes mit einem damaligen Fassungsvermögen von ca. 15.000 Zuschauern gebaut. Ende der 1930er Jahre wurde eine überdachte Tribüne errichtet und erhöhte damit die Kapazität auf 27.000 Zuschauer. 2008 wurde die alte Haupttribüne abgerissen und durch einen Neubau, der ca. 1.000 überdachte Sitzplätze und ca. 200 überdachte Stehplätze umfasst, ersetzt. Ein Umbau ab Frühling 2009 hat das Stadion regionalliga-tauglich gemacht. Dafür wurde eine Blocktrennung durchgeführt und Flutlichter wurden installiert. Das Stadion hat eine nominelle Kapazität von 22.600 Zuschauern. Die Übergangslösung nach dem Umbau bietet bei Regionalligaspielen aber wesentlich weniger Zuschauerplatz. Ab August 2009 erfolgte durch einen Sponsorenvertrag mit der örtlichen Großbäckerei Bäckerei Fuchs die Umbenennung in Fuchsparkstadion. Die Umbenennung wurde zunächst für die Dauer von 10 Jahren vereinbart. Das Fuchsparkstadion in Bamberg hat eine Kapazität von 5.200 Plätzen. Diese sind aufgeteilt in 1.000 Sitz- und 4.200 Stehplätze. Die Eintrittspreise kosten aktuell zwischen 12 und 16 Euro. Wie immer noch ein paar Tipps zur Anreise. Das Stadion befindet sich im östlichen Teil von Bamberg. Wenn ihr über die A73 anreist, verlasst ihr an der Anschlussstelle Bamberg Ost die Autobahn, dann weiter in Richtung Bamberg. In Bamberg befindet sich das Stadion nach ein paar hundert Metern auf der linken Seite direkt an dem Parkplatz neben der Gaststätte Volkspark. Wenn ihr von der A70 kommt, wechselt ihr am Autobahnkreuz Bamberg auf die A73 Richtung Nürnberg. Dann verlasst ihr wieder die Autobahn an der Anschlussstelle Bamberg Ost und fahrt Richtung Bamberg. Das Stadion befindet sich nach ein paar hundert Metern auf der linken Seite direkt an dem Parkplatz neben der Gaststätte Volkspark. Außerdem besteht eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr durch die Stadtbuslinie 902 mit der Haltestelle Stadion. Kommen wir noch zum Fazit meines Besuchs. Man merkt im Stadion an, dass es älter ist und nur das Nötigste gemacht wurde, um es für die Regionalliga tauglich zu machen. Das ist für mich aber nicht weiter schlimm. Mir persönlich gefallen ältere Stadien, denn sie haben einen gewissen Charme und Flair und außerdem herrscht dort immer eine besondere und andere Stimmung wie in den modernen Stadien. Insgesamt hat mir der Besuch gefallen und wer gern ein paar leckere Bratwürste essen möchte, ist dort sehr gut aufgehoben. Da es an dem Tag meines Besuchs im Stadion sehr, sehr warm war, diesmal nur ein Bild von den Bratwürsten. Und das war es auch schon wieder mit dem ersten Video in der neuen Saison. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, ihr wisst es, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich lese jeden Kommentar. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, euer Stadiontester.